willkommen zu einem neuen Video von QueerStylety. Ja, eigentlich war für heute etwas anderes geplant, aber ich habe mich dann doch kurzfristig umentschieden. Ich habe mich nämlich inspirieren lassen von der lieben Petra Lemy. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal gerne unten in der Infobox. Die macht nämlich ganz, ganz tolle Motivbücher. Also sprich, sie schnappt sich einen alten Kalender, ein altes Notizbuch, irgendwas und macht dann da, setzt dann in diesem Buch Scrapbooking um, aber eben alles zu einem Thema. Ganz besonders gut gefallen hat mir eben ihr Buch der Häuser. Und sie dann halt auf jeder Doppelseite oder auf jeder Seite halt wirklich so Häusermotive umgesetzt hat und das auf ganz unterschiedliche und tolle Art und Weise. Ich verlinke euch auch diese Videoreihe mal unten in der Infobox. Jedenfalls habe ich geplant, mir auch so ein Motivbuch zu machen, und zwar zum Thema Rezepte. Das heißt, das Ganze soll am Ende nicht nur toll aussehen, sondern auch noch nützlich sein. Und ich habe hier diese alte Kladde, die bestimmt schon 15 Jahre lang bei mir rumliegt. Und ich habe sie auch schon ein paar Mal benutzt und dann die Seiten doch wieder rausgerissen, weil ich doch was anderes machen wollte. Und inzwischen sieht das Ding auch ziemlich fertig aus. Und ich würde gerne hier drin quasi mein Buch umsetzen. Und ich denke, ich werde jetzt erstmal hier das Ganze stabilisieren, indem ich hier ein bisschen Leim auf den Buchrücken gebe quasi. Ja. Damit das Ganze wieder etwas besser zusammenhält. Ich probiere mich jetzt hier einfach mal als Buchrestaurator. Ich denke, ich werde dann hier diese Seite auch noch mit umkleben. Ich habe extra meine Klebestifte ausgegraben. Ich denke, ich werde jetzt auch noch dieses dicke Blatt quasi hier an die Rückseite dran kleben. Einfach um dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Stabilität zu verleihen. Dazu nehme ich auch tatsächlich den Leim. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt damit einigermaßen gerettet habe, als Grundbaum. Ja. Und was ich jetzt machen werde ist, weil hier die Seiten ja relativ dünn sind, dass ich mal gucken, ob ich denke, es reicht, wenn ich jeweils zwei Seiten zusammenklebe. Jedenfalls werde ich jetzt die Seiten zusammenkleben.
zum einen sehr viel dickere Seiten, auf denen wir uns auch ordentlich austoben können. Und dass die so ein bisschen gewellt sind, macht überhaupt nichts, weil da wird ja eh noch drauf gestaltet. Und das Ganze stabilisiert das Buch auch nochmal zusätzlich. Ja, bis jetzt war das Ganze noch relativ unspektakulär. Aber was wir jetzt auf jeden Fall noch machen werden, ist, dass wir das Buchcover schon mal anfangen zu gestalten. Ob wir fertig werden, kann ich nicht garantieren, aber ich werde zumindest mal grundieren und dann schauen wir mal, was wir da drauf packen. So, spontane Planänderung. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich keine weiße Acrylfarbe mehr habe. Beziehungsweise, dass ich die, die ich hatte, dass die schon ausgetrocknet war. Sprich, das mit dem Buchcover machen wir ein anderes Mal. Jetzt habe ich mir hier mal so einen Stapel von Frauenmagazinen geholt. Und da suche ich mir jetzt einfach mal Motive raus, die ich quasi benutzen könnte für Rezepte. Hier haben wir zum Beispiel schon mal direkt was mit Essen drin. Ja, der Tisch gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich reiß mir das jetzt einfach mal spontan raus. Passend zuschneiden kann man das immer noch. So, hier habe ich mir jetzt einiges an Auswahl ausgerissen und davon werde ich mir jetzt noch diese einzelnen Partien rausreißen. So, ich habe mir jetzt bis auf diese großen Großbildseiten und diese Rezeptseiten alle Einzelteile quasi zurechtgerissen. Ich habe hier zum Beispiel einen Stapel mit so Zähnen quasi. Also Essensszenen, also Kaffeetassen, hier haben wir so eine Picknickszene am Strand, Tisch und hier diese Frühstücksszene.
Dann habe ich hier so ein paar Fleischsachen, hier den Burger, Schnitzel, gegrilltes Zeug. Hab mir dann zum Thema Fisch. Ja, will dazu Eintöpfen und Pasteten. Hier so ein bisschen was zu Süßkram. Dann habe ich hier noch ein paar Seiten zu Obst und Gemüse. Das hier dachte ich mir, könnte ich mir gut vorstellen für eine Seite mit, wo man essbare Blüten verarbeitet. Hier so noch ein bisschen Obst, Salat, Träubchen. Huch. Obstmix. Wie gesagt, wie genau ich das jetzt hier mitmache, das muss ich mir noch überlegen. Dann habe ich gerade eben aber noch was gefunden, was wir verwenden können, nämlich hier noch so einen Eismann-Katalog, den kann man auch noch verwursten. Das mache ich allerdings ein anderes Mal. So, ich würde sagen, fürs erste Video reicht das hier erstmal. Das Grundbuch ist quasi gemacht, das ist inzwischen auch ganz gut getrocknet und sieht jetzt auch deutlich stabiler aus als noch am Anfang. So, und ich würde sagen, beim nächsten Mal gestalten wir dann das Cover und dann können wir auch schon anfangen, das Büchlein nach und nach zu füllen. Ja, wie gesagt, also die Inspirationsvideos und den Kanal von Petra Lemy verlinke ich euch unten in der Infobox. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und euch auch die Projektidee gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr selbst auch schon mal so ein Motiv-Scrapbook gemacht habt oder ob ihr vielleicht auch jetzt Bock habt, irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Ansonsten könnt ihr hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.